Du suchst einen neuen Helm und interessierst dich für den Nolan X804 RS? Dann bist du hier genau richtig. Ich habe den neuen Racing-Helm der Italiener im direkten Vergleich mit dem Vorgänger X-Lite X803 RS auf der Rennstrecke getestet, um für dich die Unterschiede herauszufahren. Hi, mein Name ist Michael und ich begrüße dich zu diesem neuen Asphaltsüchtig-Video. Da ich hauptsächlich sportliche und supersportliche Motorräder fahre, habe ich in den vergangenen Jahren auch in der Regel supersportliche Helme getragen, die einen entsprechenden Fahrstil ermöglichen. Nachdem ich in der Vergangenheit auch bei Stürzen viele gute Erfahrungen mit dem X803 RS von X-Lite gemacht habe und Nolan Ende 2023 den neuen X804 RS vorgestellt hat, habe ich bei den Italienern angefragt und ein Testexemplar für einen Rennstreckentest erbeten. Und das Schöne an der Geschichte, ich hatte für den Test sogar einen absoluten Motorrad-Rennfahr-Profi an meiner Seite, um für euch die Unterschiede herauszufahren. Und Unterschiede bzw. Merkmale, da sind wir schon beim ersten entscheidenden Punkt. Denn bevor wir uns für einen Helm und den Kauf entscheiden, steht am Anfang die Frage, für welchen Einsatzzweck soll der Helm denn gedacht sein? Wie angesprochen ist die X804 bzw. die X803 RS-Serie für den supersportlichen bis rennstreckenorientierten Einsatz gedacht und das charakterisiert auch den neuen X804 RS in seinen Eigenschaften. Während ich zum Beispiel bei einem Touring-Helm völlig andere Dinge priorisieren muss, um den optimalen Helm für mich zu finden, hier haben wir zum Beispiel das Stichwort Komfort im Sinne von einer integrierten Sonnenblende, guter Geräuschdämmung und auch einem einfachen und leicht zu bedienenden Verschlussmechanismus kommt es bei rennstreckenorientierten Helmen natürlich auf ganz andere Aspekte an. Hier brauche ich eine sehr gute Aerodynamik, ein super großes Sichtfeld und natürlich ganz, ganz wichtig, maximale Sicherheit. Aspekte wie Geräuschdämmung sind in diesem Umfeld nicht ganz so tragisch, da die meisten Piloten im Rennstreckeneinsatz sowieso mit Gehörschutz fahren. Also hier habt ihr schon mal eine erste Orientierung, wie ihr beim Helmkauf und bei der Auswahl des richtigen Modells für euch vorgehen sollt. Heißt, wenn ihr ein supersportliches Motorrad fahrt oder ein Naked Bike, aber damit hauptsächlich auf der Straße unterwegs seid und das Motorrad auch für alltägliche Dinge nutzt, ist vielleicht ein supersportlicher bis racing-orientierter Helm vielleicht gar nicht die richtige Wahl für euch, sondern ihr solltet euch eher im Sport-Touring-Segment des entsprechenden Herstellers orientieren und umschauen. Habt ihr aber den Fokus supersportliches Fahren auf der Rennstrecke, seid ihr mit einem Helm wie dem neuen X804 RS natürlich goldrichtig. Nächster Schritt bei der Auswahl eines Helms ist natürlich die Passform. Es gibt nicht ohne Grund unterschiedliche Hersteller und wie in den anderen Bereichen, in denen es um Passform und die Wahl der richtigen Größe geht, haben wir auch beim Aspekt Helm natürlich unterschiedliche Helmschalen, unterschiedliche Formen, unterschiedliche Polster und nicht jeder Kopf passt perfekt in jeden Helm. Also an dieser Stelle kann ich euch nur raten, versucht so viele Helme wie möglich aus, um für euch das passende Produkt zu finden und ein ganz wichtiger Aspekt, tut das im Idealfall auch im Ladengeschäft, wo ihr optimale Beratung und auch einen Fachmann oder eine Fachfrau an der Seite habt, die euch auch bei der richtigen Passform beraten kann, im Sinne von lässt sich der Helm leicht absetzen, aber sitzt auch so straff, dass er eben zum Beispiel im Fall der Fälle nicht vom Kopf gestreift werden kann. Sitzt der Verschlussmechanismus an der richtigen Stelle, ohne dass es euch stört? Und ein wichtiger Aspekt natürlich auch, Belüftung, wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt den Helm auch Probe. Kommen wir aber nun zum neuen Nolan X804 RS. RS steht für Racetrack Setup und da ist auch die Ausrichtung ganz klar gegeben. So war das tatsächlich auch beim Vorgänger schon. Allerdings gibt es große Unterschiede zum X-Lite X803 RS. Fangen wir bei der Helmform an. Eine Verwandtschaft zwischen dem X804 RS und dem X803 RS ist tatsächlich noch zu erkennen, aber man muss sagen, auf den zweiten Blick erkennt man doch, dass man hier einen völlig neuen Helm in der Hand hat. Größter Unterschied, und ich hatte es vorhin schon angedeutet,
ein wichtiger, vor allen Dingen auch beim supersportlichen und gebückten Fahren, das Sichtfeld. Der X804S hat ein deutlich größeres Visier und Lowland gibt an, dass das Sichtfeld sowohl nach oben als auch zu den Seiten erheblich größer ausfallen soll. Auch ähnlich wie beim X803, aber dennoch völlig neu, ist das Belüftungssystem des X804S. Die Knöpfe bzw. die Einlasspositionierung ist immer noch ähnlich. Auf den zweiten Blick sieht man aber auch hier, die Positionierung der Knöpfe ist etwas verschoben. Vor allen Dingen im Kopfbereich fällt auf, dass jetzt hier ein Schiebe- und kein Drückmechanismus mehr zur Verfügung steht. Ebenfalls neu, die Visiermechanismus am X804RS. Während im Vorgängermodell noch ein Klickmechanismus zum Einsatz kommt, werden nun die Visiere links und rechts mit dem Helm verschraubt. Das ist tatsächlich für den schnellen Wechsel nicht mehr ganz optimal. Hier trägt Nolan aber schon der kommenden FOM-Regulierung Schuld. Da wird nämlich ein entsprechend fest zu verschraubender Visiermechanismus vorgeschrieben. Ebenfalls neu ist der Visierverschlussmechanismus. Beim Vorgänger war dieser noch im Bereich der Visieraufnahme am Helm angebracht. Beim neuen Modell wird die Verriegelung des Visiers über den Zeigefinger im Kinnbereich betätigt und auch wieder gelöst. Der Visierverriegelungsmechanismus bringt uns schon zum Thema Sicherheit und das ist ja die Hauptaufgabe eines Motorradhelms, Schutz im Fall der Fälle. Natürlich ist der neue Nolan X804S nach der neuen ECE 22.06 Norm zertifiziert und muss daher höheren Ansprüchen im Testverfahren genügen. Wo liegen die Unterschiede? Bei den Schlagtests bzw. Belastungstests werden nun höhere Aufprallgeschwindigkeiten durchgeführt und getestet und auch die Kontaktpunkte können die Prüfer jetzt frei wählen. Das war in der Vergangenheit nicht so. Da gab es vordefinierte Punkte, an denen die Tests angesetzt wurden. Und Neuerung ebenfalls, die Visiere müssen mehr Energie absorbieren können, bevor sie brechen und dem Beschuss mit einer Stahlkugel mit der Geschwindigkeit von 60 Meter pro Sekunde standhalten. Das ist etwas über 200 km/h. Also schon ein Bereich, den man eigentlich im Alltag realisiert, wenn man sich überlegt, man bewegt sich mit dem Motorrad mit 100 km/h, der Gegenverkehr vielleicht mit einer ähnlichen Geschwindigkeit, ein Stöndchen wird hochgeschleudert. Also hier diese 200 km/h oder über 200 km/h relativ schnell zu realisieren, ein wichtiger Test an der Stelle. Zusätzlich gibt es nun eine Helmabstreifprüfung und eine Rotationsprüfung im Rahmen des Testprozedere. Die gute Nachricht für diejenigen, die einen X-Lite 803RS haben, die Italiener haben mir verraten, dass auch das Vorgängermodell schon deutlich höhere Testkriterien erfüllen musste als die ECE 22.05 Norm. Wundert an der Stelle nicht, der Helm wurde ja unter anderem auch für die MotoGP und die Superbike WM homologiert. Also hier hohe Ansprüche geltend und ein sicheres Produkt auf jeden Fall bei euch aktuell im Motorradschrank. Den X-Lite X803S habe ich tatsächlich auch noch in Gebrauch und habe ihn mit zum Test genommen, um ihn in Oschersleben im 1:1 Vergleich mit dem neuen Nolan X804S zu testen. Und die gute Nachricht, ich habe es tatsächlich nicht alleine gemacht. Christoph 50 Höfer war auch mit vor Ort, hat den X804RS jetzt schon einige Monate und mir einige Informationen gegeben, wie sich der Helm im Langzeittest für ihn auf der Rennstrecke geschlagen hat. Und von mir gibt es natürlich dann die Eindrücke aus dem 1:1 Vergleich. Und jetzt springen wir nach Oschersleben auf die Rennstrecke und ins Gespräch mit 50. Wie gerade erwähnt, teste ich den neuen Nolan X804RS natürlich unter schwierigsten Bedingungen auf der Rennstrecke, da wo der Helm hingehört. Und meine Eindrücke waren bis jetzt relativ positiv, muss ich sagen. Ich habe mir aber jemanden dazugeholt, der das auf jeden Fall besser beurteilen kann als ich. Christoph 50 Höfer, ein Racing-Urgestein in Deutschland, kann man inzwischen fast sagen. Vielen Dank. Profi-Instruktor, R6 Cup und IDM-Pilot, also unterschiedlichste Motorräder, unterschiedlichste Klassen gefahren. 50, bestimmt, ja. Schön, dass du da bist. Danke, Michel, ich freue mich sehr und schön, dass wir uns auch mal wieder sehen nach der langen Zeit. Ja. Das ist richtig und was ich gesehen habe, du trägst den neuen X804 das ist auch richtig. Schon, hast ihn schon im Einsatz. Genau, ne? So. Und du bist auch vorher den alten gefahren, ne? Ich bin ja seit Jahren, kann man sagen, Nolan
ehemals X-Light Markenbotschafter. Wir haben eine jahrelange Zusammengehörigkeit und Partnerschaft und dementsprechend bin ich schon einige Modelle gefahren. Ja. Den X803 zuletzt, X-Light, und jetzt den Nolan. Ja. X804 habe ich letztes Jahr im Herbst bekommen und somit schon zum Jahreswechsel in Spanien ausgiebig testen können. Ja. Ausgiebig testen können, jetzt hier zu Instruktionen, wo du das Ganze noch mal anders fühlst und wahrnimmst, weil die Schwingung, die Frequenz etwas entspannter ist, als wenn du selbst drückst. Ja, ja, ja. Und somit kann ich natürlich auch meinen Fokus hier auf den Helm legen und gucken und hören und fühlen und sehen, was der alles kann. Ja, also nur damit ihr jetzt keine Angst bekommt, Christoph ist zwar Nolan Markenbotschafter, aber warum habe ich ihn mir ins Video geholt? Seine Rennfahrererfahrung ist das Entscheidende, denn er kann ziemlich genau sagen, worauf es bei einem Rennhelm ankommt. Und was muss für dich denn ein sehr guter Rennhelm mitbringen? Da gehört einiges dazu. Faktisch gesehen geht es für mich erstmal um die Sicherheit, ganz zu oberst, ist klar. Und da musst du, wenn du dich für eine Marke entscheidest, deinem Gegenüber vertrauen, denn ich bin kein Helmkonstruktionsexperte und dementsprechend vertraue ich natürlich meinen Leuten von Nolan, die mir erklären, wie er hergestellt wird, wie er produziert wird, was er alles kann. Und dann gilt es für dich drum, anfassen, fühlen, aufsetzen. Dein eigenes Gefühl fühlt sich geil an, fühlt sich wertig an, fühlt sich sicher und gut an. Doppel-D-Verschluss, alles gehört dazu. Also habe ich mich damals von dem, was mir erklärt wurde und von dem, was mein Bauchgefühl her war, die Wertigkeit, die du spürst und greifen kannst, die Haptik, für Nolan entschieden. Und wenn du jetzt besondere Features herausgreifen müsstest, ne? Also du bist ja wahrscheinlich auch schon andere Fabrikate gefahren und hast da so den Vergleich, was macht denn für dich im harten Renneinsatz, ich sag mal, drei Punkte, die ein Helm unbedingt für dich haben muss, wo du sagst, das ist entscheidend? Zuallererst wie er sitzt und auch wenn du hochgehst zum Bremsen und rübergehst und im Wind bist, wie er sitzt, dass er einfach griffig sitzt, nicht viel wackelt, vibriert, verzerrt, weil ich brauche einen messerscharfen, klaren Blick, wenn ich aus dem Wind komme, wenn ich in den Wind gehe und dann das kann ich nicht gebrauchen. Der muss affengeil sitzen, das muss machen, dann möchte ich gerne eine große Scheibe, ein großes Fenster, Stichwort X804. Das Fenster hat sich vergrößert, obwohl ich es beim X803 auch schon geil fand. Ja. Der Panoramablick, wenn wir in der Kurve sind und gucken nach da hinten, da oben, da hinten. Ja. Ich möchte viel sehen. Ja. Und zum Dritten natürlich auch die Aerodynamik. Ja. Und einfach das gute Gefühl, wenn ich den Helm schön finde, den ich trage, nehme ich das Gefühl mit raus. Ja, okay. Also du sagst tatsächlich, Style spielt eine Rolle, auch wenn da manche mit den Augen rollen und zwinkern, es geht nicht. Doch, es geht um Style. Ja. Wenn du den aufziehst, das fühlt sich wertig an und du weißt gerade, wie es aussieht, weil du ein geiles Design hast oder weil er so schon geil ist, weil er aerodynamisch und einfach cool aussieht, er sieht nach Racing aus, dann fühlt sich's gut an. Ja. Und dass nichts anläuft, dass die Belüftung schön ist. Ja. Das sind die ganzen Punkte. Ja. Aber der Style und die Aerodynamik spielt auch eine Rolle. Und die Aerodynamik nicht zuletzt auch von der Performance her. Absolut. Ich habe tatsächlich den alten 803 mit dabei, denn ich fahre die beiden Helme im Vergleich. Den wird es tatsächlich weitergeben. Also der 804 löst den zwar ab, aber es wird den noch im Handel geben. Und für mich ist natürlich wichtig zu wissen, jetzt um rauszufahren im Video und hier bei der Veranstaltung mit der Moto Racing School in Oschersleben, wie ist der Unterschied? Heute Vormittag bin ich mit dem unterwegs gewesen und heute Nachmittag ist dann der im direkten Negativvergleich, sage ich jetzt mal, dran, ne, um die Unterschiede gut herauszufahren. Und was aber tatsächlich optisch direkt auffällt, ist einmal das große Visier, jetzt beim 804, nur noch in der Flat-Variante, nicht mehr dieses Konvexe, nicht mehr die geschwungene Scheibe. Genau. Dadurch wirkt er auch noch mal dynamischer, raciger. Kantiger, gefällt mir maskuliner. Gut. Absolut. Und auch die Form der Schale hat sich deutlich geändert. Also, der Helm wurde komplett neu konzipiert, der wurde komplett neu konstruiert, der ist grundlegend neu aufgebaut. Ich habe zu meinen Nolan-Leuten, mit denen ich im Kontakt stehe, gesagt, richtig geil. Ja. Ich fand den alten auch schon geil und war wunschlos glücklich. Somit dachte ich mir, okay, es kommt was Neues raus. Ja.
nice to have, aber hätte für mich gar nicht benötigt. Ja. Jetzt sehe ich den Vergleich und denke mir, ja, geil, es ist eine Weiterentwicklung. Es ist wieder mal eine Weiterentwicklung für was, was du eh schon mega gefunden hast. Ja. Und somit, ich bin sehr begeistert, war mit dem alten Modell sehr begeistert und geile Arbeit. Ich bin sehr gespannt, was du sagst und was für dich die Unterschiede sind. Ja, ich sage jetzt erstmal noch gar nichts, was ich gemerkt habe. Ja. Bin sehr gespannt. Absolut. Also, Fazit gibt es dann nach der Mittagspause. Jetzt werde ich den alten 803 RS fahren, um eben diese Unterschiede am Schritt nach unten herauszufühlen. Ja. Und Fazit gibt es dann natürlich gleich. Super. 50, vielen Dank. Hey, sehr gerne, Michel, und let's rock. So machen wir das. Macht's gut, ciao. Ihr habt es gerade gehört, der Profi-Rennfahrer ist nach mehreren Monaten mit dem X804 RS begeistert und damit wird es auch Zeit für meine Eindrücke aus dem 1:1-Vergleich mit dem Vorgänger. Wo liegen für mich die gefühlten Unterschiede? Da haben wir zum einen die Passform. Der X803 RS hat mir in der Vergangenheit und mir mit meiner Kopfform eigentlich immer am besten gepasst und ich hätte nicht gedacht, dass das noch steigerungsfähig ist, aber schon beim ersten Aufziehen habe ich beim X804 RS festgestellt, dass die ganze Sache noch etwas fester, noch etwas satter sitzt. Der Helm, Größe M, 1400 Gramm, der Vorgänger, der neue 1420 Gramm, der Einstieg etwas leichter beim neuen Modell, dafür sitzt aber im gesamten Kopfbereich der Helm etwas satter, etwas straffer und vermittelt so ein sehr, sehr gutes Gefühl. Den großen Unterschied macht aber tatsächlich das Sichtfeld. Ich habe es angesprochen, das Visier nun deutlich größer, sowohl nach oben als auch zu den Seiten. Wirklich spürbar mehr Sichtfeld. Es fühlt sich fast so ein bisschen an, als sitzt man im Aquarium und guckt raus, also wirklich ringsherum frei. Und vor allen Dingen beim Schräglagefahren, wenn man neben dem Motorrad hängt und versucht weit nach vorne zu gucken, hat man nicht mehr wie beim Vorgänger so leicht diese störende Kante im Blick. Das lässt sich beim Vorgänger durch die Trageweise etwas beeinflussen. Wenn man sich die Profi-Rennfahrer anschaut, die haben den Helm tatsächlich oft so sitzen, dass die Augen nur knapp über dem oberen Rand des Kinnteils hinwegschauen. Damit hat man natürlich einen deutlich besseren Blick in Schräglage und weit in die Kurve hinein. Das ist in dieser Form und Weise beim X804 nicht mehr ganz so nötig. Hier ist einfach das Sichtfeld deutlich größer, spürbar besser geworden. Ein dicker Pluspunkt von meiner Seite. Ebenfalls absolut positiv aus meiner Perspektive die neuen Bedienknöpfe für die Belüftungseinheit. Oben auf dem Kopf, wie angesprochen, nicht mit dieser Klick, sondern jetzt ein Schiebemechanismus, lässt sich mit den Handschuhen sehr, sehr gut bedienen. Ähnliches ist es auch für die Stirn- und die Kinnbelüftung, lässt sich mit Handschuhen einfach zu bedienen. Die Knöpfe etwas größer, der Rastmechanismus etwas leichtgängiger, hat mir sehr gut gefallen, taugt mir deutlich besser als beim X803 RS. Obwohl ich sagen muss, schlecht war das auch beim Vorgängermodell allemal überhaupt nicht, nur eben jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist die Passform des Kinnriemens und des Kinngurts. Wir haben ja natürlich racing-typisch und mit maximaler Sicherheit ausgelegt einen Doppel-D-Verschluss. Das ist für mich inzwischen immer der Standard. Man muss aber dazu sagen, dass im direkten Vergleich auffällt, dass der Gurt im alten Modell etwas weiter hinten positioniert war. Für mich ein großer Komfortvorteil beim neuen, dass der Gurt etwas weiter vorne sitzt. Ich habe nicht mehr so diesen Druck auf dem Hals. Vor allem für mich, bin da sehr empfindlich, ein enormer Zugewinn in der Positionierung und in der Passform. Ebenfalls ein Sicherheitsmerkmal, das ich jetzt überhaupt das erste Mal regelmäßig genutzt habe, der Visierverriegelungsmechanismus. Beim Vorgängermodell war das ja an der Seite positioniert, hier jetzt vorne direkt im Kinnbereich bzw. in der Nähe des Öffners des Visiers. Super gut positioniert, macht einen hervorragenden Job, denn das war tatsächlich was, was mir beim alten nicht wirklich gefallen hat. Da musste das Visier wirklich perfekt eingestellt sein, damit dieser Visierverriegelungsmechanismus sauber funktioniert. Das ist jetzt nicht mehr gegeben. Dank des neuen Schraubverschlusses das Visier an den Seiten super fest und auch die Verriegelung vorne problemlos zu schließen und zu öffnen.
Kommen wir zum Abschluss zum Preis. Los geht's bei 649,99 Euro für die Carbon-Variante in Matten oder Glanzlack. Ich habe die Matte-Variante, sieht super schick und super edel aus. Wer es etwas auffälliger möchte, kann natürlich zu einem Dekor greifen. Und hier werden, wie zum Beispiel für den Klassiker, das Chess Davis Modell, 899,99 fällig. Also Preis im Premium-Bereich 900 Euro für die top ausgestattete Variante. Bleibt zum Schluss noch die Frage, für diejenigen von euch, die überlegen, einen neuen Helm zu kaufen, den X803RS von X-Lite im Visier haben und sich nicht entscheiden können, den neuen Nolan 804 oder den X-Lite 803, den es ja auch noch im Handel gibt. Wenn ihr vorrangig auf der Rennstrecke mit dem Motorrad unterwegs seid, ist der X804 auf jeden Fall die bessere Wahl. Wir haben ein deutlich größeres Sichtbereich, die Visierverriegelung funktioniert besser und auch der Komfort hat für mich nochmal eine Schippe zugelegt. Ich werde mein X803 aber trotzdem weiterfahren, das vor allen Dingen auf der Straße. Hier kommt es auf den großen Sichtbereich nicht so extrem an und das ist auch tatsächlich auch meine Empfehlung für euch, wenn ihr den einen oder anderen Euro sparen wollt und das Rennstreckenthema für euch nicht auf der höchsten Prioritätsstufe steht, dann ist der X803 natürlich noch eine Option. Immer noch ein sehr, sehr guter Helm und wie vorhin angedeutet, hat auch der X-Lite 803RS eine FIM-Homologation für die Weltmeisterschaftsklassen. Das heißt, Sicherheit wird auch hier groß geschrieben. Ja, das Thema Sicherheit ist das Wichtigste bei der Helmauswahl als auch beim Motorradfahren im Allgemeinen. Und wenn du wissen möchtest, wie ein Helm und die Schutzkleidung nach einem Sturz mit mehr als 150 km/h aussieht, empfehle ich dir dieses Video. Bis dahin bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit, dein Kanalabo, dein Like und deinen Kommentar unter diesem Video und sage ciao, bis zum nächsten Mal.